Hey Leute, Andi hier und herzlich willkommen zu einem neuen Hey Andi Play This. Und zwar haben wir diese Woche Escape the Are You Wookie. Und ich glaube, dass es diese Woche nicht so nett wird wie letztes Mal bei Nun Massacre, wo ich einfach nur die Volume für die Chases runterdrehen musste. Denn diese Woche kommt der Request von meiner besseren Hälfte. Und der Grund, warum ich glaube, dass wir dieses Mal ein bisschen uns in die Hosen machen werden, ist die Art, wie sie mich gefragt hat. Ich weiß, dass sie gerade zusieht und sich mega darüber freut, dass ich das jetzt mache. Aber nur für euch, um zu wissen, warum ich glaube, dass ich gleich mir in die Hosen scheißen werde, ist, sie kam, nachdem ich Nun Massacre aufgenommen hatte, nach Hause und rein und meinte, ey, kann ich dir eigentlich auch Vorschläge für Hey Andi Play This geben? Und ich so, natürlich kannst du das gerne, schieß los. Und sie so, kennst du Escape the Are You Wookie? Und ich so, nein. Und dieser Gesichtsausdruck, ich versuche ihn euch nachzumachen, aber ich krieg das einfach nicht hin. Das war so. Ich glaube, das ist dieser Gesichtsausdruck, wenn du als Partner weißt, du hast gewonnen. Und du kannst den anderen richtig ärgern. Ich bin sehr gespannt. Vor allen Dingen, wenn wir hier über die Tür gucken, haben wir da oben schon so ein Wesen mit so roten Augen. Und ich habe mal kurz reingeschaut, um zu gucken, wie flüssig das Ganze läuft vom Spiel her, weil ganz neue Horror-Steam-Games haben manchmal die Eigenart, super ressourcenfressend zu sein. Deswegen die Originalauflösung ist 27p, was wir jetzt gleich sehen werden, nur dass ihr euch nicht wundert. Und ich glaube, das kann ich mal auf Medium setzen. Also ich würde es nicht übertreiben. Ich habe mega Angst, was Use Microphone bedeutet, aber wir legen einfach mal los. You will lose all your... Ja, genau, das fand ich auch geil. Als ich vorhin rausgehen wollte, steht hier, willst du das Spiel wirklich schließen? Ja, das halte ich nicht aus. Ich bin sehr gespannt. Ich weiß nichts von dem Spiel. Ich weiß nur, wir können das mit dem Controller spielen. Voll geil. So. Und das ist das Tutorial. Mehr habe ich nicht gespielt. Ich bin nur hier kurz ein bisschen rumgelaufen und habe mal geguckt, okay, ey, was passiert jetzt eigentlich hier? To be able to use the flashlight, first you need to pick it up. Okay. Wie kann ich das denn aufheben? Ah, okay. Toggle F to... Wäre es, wenn ihr mir die Button-Commands mal hierfür geben würdet? Du kannst Items werfen. Ja, raste doch mal nicht aus, Alter. Warte doch mal. That way you make noise and the Are You Wookie will go check. Ah, ich hab so voll die Alien Isolation Vibes gerade. Nicht, dass der Are You Wookie so ein Riesenvieh ist, vor dem wir die ganze Zeit abhauen müssen. So. Lass uns doch mal die... Ist das Augenschließen? Das ist, glaube ich, Augenschließen, ja. Das ist hinhocken. Man muss die... Was ist das denn für eine geile Taschenlampe? Ey, Bruder, ich recharge mal die Taschenlampe jetzt. Das ist ausmachen, das ist anmachen. Und wie kann ich die Sachen werfen? Ich möchte meine Taschenlampe bitte durch die Gegend werfen. Hallo. Kann ich die Tür überhaupt aufmachen? Wer weiß das schon, Freunde? Der Ayu. Könntest du mal... Das ist voll unangenehm, Alter. Die ganze Zeit dieses Billboard. Alter, geh doch mal da... Okay, was haben wir gerade alles gel... Könntest du mal weggehen, Mann? Hallo, Coronavirus... Ein Armlänger Abstand. Okay, also wir halten mal fest. Oh! Jetzt kann ich mich gar nicht mehr. Okay. Okay,
Ich bin ein bisschen überfordert gerade, muss ich ehrlich zugeben. Okay, wir halten fest. Das Monster kann unsere Atmung, also es ist komplett blind, das heißt, es sieht uns nicht. Das heißt, wir können die Taschenlampe theoretisch auch anlassen. Es kann allerdings mit seinen Zähnen vibrieren manchmal und dann weiß es, wo wir sind vielleicht. Und es ist auf jeden Fall sehr soundabhängig. Und ich habe Angst, dass es was damit zu tun hat, dass ich mein Mikrofon gerade benutze. Wir testen das gleich mal. Ich werde mal, also wundert euch nicht, wenn ich zwischendurch mal kurz die Fresse halte. What is this place? I need to get in. Chapter 1. The thing in the corridor. Okay, das ist schon geil creepy, muss ich sagen. Da nehme ich mir auch gerne mal den anderen Kopfhörer. Jetzt hebt doch mal auf, Alter! So, here we go. Er ist real. Er lebt hier. Hilf mir. Er ist mit. Okay. I got fucking dark really fast. Ich möchte spielen. Jesus fucking Christ, dude. Lass mich mal gerade meine Taschenlampe. Okay, R1 ist Türen öffnen. Das hier war der Tutorial-Gang. Hi, kleine Ratte. Müsstest du den Aoki nicht auch summonen? Okay. Das ist eine sehr schöne Fernsehsammlung, die du hier hast. Oder sind das Mikrowellen? Wer weiß, vielleicht ist der Aoki ein Riesenfan von Tütenrahmen. Jesus fucking Christ. Ich stelle mich gerade vermutlich mega an, weil noch gar nichts da ist, ey. Der Raum ist auch empty. Süßer Synchronsprecher übrigens mal. Oh Gott. Boah, ist das dunkel, Junge. Kann ich hier durch? Jawohl. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich bin echt ein bisschen nervös. Vor allen Dingen. It can't open. Vor allen Dingen alles in mir als YouTuber möchte. What the hell was that? Möchte kommentieren. Aber alles in mir als kleiner Schisser möchte einfach nur die Fresse halten. Hi. Just let me go. Ihr habt's gerade gesehen, oder? Ich hab was gesagt und sie hat mich sofort gesehen. Sie hat mich sofort... Ich hab noch nicht mal großartig was gesagt und sie hat mich sofort gesehen. Scheiße! Wie soll ich kommentieren so? Ich könnte das Mikrofon hier ausstellen, aber... Das ist das erste Horrorspiel, was ich hab. Ja! Ich darf doch nicht mal schreien, Alter! Hilft auch nicht, dass ich mein Mikro nicht auf ultra unsensitiv gestellt hab. Boah, das ist einzigartig, Alter. Ich muss, das ist für mich jetzt eine neue Herausforderung. Ich muss euch Live-Commentary geben, ohne Live-Commentary zu geben. Wir kriegen das hin, Leute, aber ihr müsst meine Blicke jetzt deuten. Matze. Wir wissen ja alle, dass er dahinter ist. Ich will mich einmal dran vorbeischleichen. Get fucking batteries, dude. What the hell was that? Wo ist er? What the fuck? Wo ist er hin, verdammt? Ey, Ayawuki! Willst du den Arsch kriegen? Komm her!
an addict. Maybe I can find something to reach up there. Charged. Thank God it doesn't take batteries. Hello? Wait. Oh. As I told you before, I'm really worried. I think I'm stepping down of the cult. What? Don't you get it? No one can get out of this. You're in. Since the lightning can't get in here, I'm fine. Alive and well. There's a risk I had to face. I'd rather die for the ones I love than killing all of them. Well, if I can't convince you, at least be careful. I think they already know what you're up to. They may do something about it, so you must act quickly before they manage to get away with the plans. I won't tell anyone what you're trying to do, but please, I beg you, as a friend, give it another thought. Think about everything we're achieving and earning with this, and everything we're losing if you expose us. Wir sind gar nicht hier. Wir sind nicht hier. Come on, dude! Fick dich! Scheiße! Okay, ich sollte nicht permanent in die Ecke brüllen. Fick dich, Ayoki! Dein Arsch, ey! Okay, ich will auf jeden Fall das heute bis Chapter 2 schaffen, Freunde. Das müssen wir jetzt machen. Aktuell können wir noch alles erkunden. Aktuell ist der Ayoki ja noch nicht gespawnt. Du scheiß Drecksi, ey. Ich verstehe. Sag das doch vorher, Alter. Ich muss da rein. Denn wenn ich jetzt da hinten hingehe, spawnt der Ayuwoki und dann kann ich durch die Tür rein. I see. Then let's do it. Leute, ihr müsst unbedingt leise sein. Der hört uns. Der hört auch euch. Na komm. Spawn. An addict. Maybe I can find something to reach up there. Mr. Ayuwookie-ster! Was habe ich letztes Mal gemacht, damit du spawnen tust? Jetzt, wo ich weiß, wo es lang geht, denkt er sich, ne, das machen wir nicht. Ich habe gehört, wie der gesagt hat, wie man weiterkommt. Freunde, das machen wir nicht. Mr. Ayuwookie! Ich möchte mit Ihnen über Jesus Christus und seine Hand der Löser reden. Machen Sie die Tür auf! Ich darf diese... Restarten wir mal. Ich glaube, ich darf einfach die Tür nicht aufmachen. Das Spiel ist jetzt kaputt. Komm, ich mach die Tür hinten nicht auf. Ich bin ganz lieber Junge. Ich tu euch alle nix. Ist alles gut. Fühl mich wie ein Resi 2 hier. Diese hier, ne? Sehe ich auch so. Das heißt, wir müssten ja hier irgendwo... Was bist du denn? Oh mein Gott, Collectibles! Warte, das heißt, hier irgendwo müsst ihr ein Buch aus der Reihe tanzen. Es ist immer in so guten Sachen, in guten Horrorspielen, dass ein Buch hier aus der Reihe tanzt. Was wir vermutlich anklicken können vielleicht. Wenn ich diese Reihe, dann vielleicht diese Reihe hier. Ich hab voll die Michael Jackson-Vibes gerade bekommen. Der Ayuwoki sieht aber auch so ein bisschen aus wie Michael Jackson. Okay, die Wand mag out of place sein, aber es ist auf jeden Fall keiner der Bücher. Mr. Ayuwoki, schrei ich dir vielleicht zu leise? It's charged. I got it with the big batteries.
sag's euch, Leute, ich verfolge gleich den Ayuwuki. Oder muss ich diesen... What the hell was that? Meint ihr, der hört mich, wenn ich hier ganz leise in das Mikro reinspreche? Schauen wir mal. This whole place is broken. Dass die scheiß Taschenlampe ein neues macht, wenn ich sie aufladen muss. Jesus Christ. Aber es ist eine so geile Dynamik, ungelogen, mit diesem, mit dem Mikrokram. Das haben sie echt geil, vor allem die Mikroerkennung finde ich mega cool. Dass er das wirklich erkennt auch, weil das softwaremäßig sehr schwierig ist, das für alle Systeme gleich zu machen. Schlüssel, bitte nicht für den Addict, bitte nicht für den Addict! Ich muss wieder zurück, oder? I don't want to. Nein, Mann! Ich will einfach nur raus! Und beim McDonald's Ostergewinnspiel endlich den Big Mac für 1 Euro haben oder für 2. Holy shit, wo bin ich denn hier gelandet? What's behind door number? Ah. You're a funny one, aren't you? Dafür war der Schlüssel also gedacht, dass wir den Shortcut hier freischalten. Okay, dann können wir nur hier lang. Psst. Oh no. That's what Mr. Carlson said. I feel so bad. Now everything makes sense. That's why they reached me in the first place. My children. My little children. I wouldn't be able to hurt any of you. You are my friends. My little brothers. Sweet Jesus, Alter! Okay, that should do it. Ich bin mal gespannt. Es kommt vermutlich bald auch noch das Gameplay, dass wir, Sachen durch die Gegend schmeißen müssen, um den Ayuwuki abzulenken. This whole place is broken. True. Das stimmt, ey. Ist hier irgendwas Cooles? Kann ich die Gitarre... Psst! Bist du wahnsinnig? So, du trittst da einmal aus Versehen gegen und das Ding hört sich an, als wäre eine Atomrakete los. Guck mal, die Ratte! Damit! Daniel, bist du wahnsinnig, ey! Du brauchst mich gar nicht so anzugucken, ey. Du weißt ganz genau, was du falsch gemacht hast. Was ist denn in dem Raum hier? Ich dachte, hier hinten wäre zumindest eine Türe oder sowas. Daniel, hilf mir! Wie der gechillt da am Langjazzen ist, ey. Lass mal überlegen, hier müsste dann doch aber irgendwo ein Schlüssel liegen. Weil das Spiel arbeitet ja mit Schlüsseln. Und wir haben super viele verschlossene Türen. Oder kann ich mir aus dem Kleiderheld ein Lockpick basteln hier? Okay, ist auf jeden Fall nix. Daniel, bist du wahnsinnig, ey!
Du stirbst gleich, wenn das so weitergeht, hier. Das wird mein YouTube-Channel sein. Wenn Honey Pop 2 rauskommt, hallo, bitte! Bitte mach Video! Bin ich blind, doof oder beides, Alter? Wo geht's denn hier weiter? Das ist der Backstage-Raum, den wir nicht brauchen. Ich möchte wissen, wo es weitergeht, Freunde. Okay, dann halt. Okay, ein Brecheisen. Okay, that should do it. Schade, dass ich da wohl nicht nach dem Ayahuasca schlagen kann, ey. You're gonna help me. Hier, ich kann es ja nicht rauslassen. Den Schlüssel, den ich vorhin benutzt habe, der hat ja die eine Tür unlocked. Oder habe ich den noch dabei gehabt? Gehen wir mal kurz zurück. War der Schlüssel ein anderes Item? That's weird. It's already 11 o'clock. Du Arschloch, ey. Nee, der würde dann hier liegen, aber wir haben den davon benutzt bei der einen Türe. Weird stuff's happening, dude. Von daher, ich laufe jetzt noch einmal 30 Sekunden zurück. Und wenn da nichts ist, mache ich einen Cut für euch, bis wir wissen, wie wir weiterkommen. What? Leute, ihr habt's gerade okay, Leute. Ihr habt gerade meine Live-Reaktion gesehen. Und wir haben die Crowbar benutzt, um den Attic zu öffnen. Okay. Und das ist mehr als random gewesen gerade, to be honest. Weil wir sind gefühlt, ungelogen, 10 Meter von dieser Attic-Ding entfernt. Ich dachte, du kriegst wirklich so ein Ding, was sich Attic-Opener nennt oder sowas. Weil wir brauchen ja was richtig Langes und nicht eine Crowbar. Die eigentlich mehr so eine Half-Life-Waffe ist. Jesus fucking Christ. Okay, wir haben auch immer, was auch immer das da ist. Okay, that should do it. Alter Schwede, ey. Ich glaube, im Attic gibt's ansonsten aber auch nicht mehr viel. Jetzt ist die Frage. Kannst du überhaupt hier hoch, Mann? Okay, that should do it. Bitch, this is a safety zone. Was machen wir denn damit, Alter? Was ist das überhaupt? Das sieht aus wie so ein Drehdingen, ey. Let's find out. Ey, Bitch, kannst du überhaupt hier hoch? Mr. Ayawookie, Sir! Können Sie hier hoch? Diese Info wäre nämlich sehr nützlich. Mr. Ayawookie, ich bin hier oben, Bitch! Come on! Okay, da muss es ja irgendwo hier sein. Der Bühnenvorhang, ich Idiot! Ich Idiot, das kann man doch bestimmt an der Bühne irgendwo benutzen. Das sieht aus wie so eine Crank, wo man irgendwas mit hoch und runter machen kann, oder nicht? Oder? Das wäre doch perfekt um den Vorhang hier. I never
ich jetzt auch. Oder kann ich ihn vielleicht hier irgendwo dann reintun oder so? Wenn nicht, Freunde, wisst ihr, was passiert? Daniel und ich machen ein bisschen Musik und wir sehen uns gleich, wenn ich weiß, wo dieser Scheiß hier endlich reinkommt. Biggie! Okay, Leute, das sage ich euch jetzt, weil ich es nicht gefunden habe. Ich bin gerade für 10 Minuten hier rumgelaufen, habe nichts gefunden, habe ganz kurz in einen ganz, ganz kurzen Walkthrough reingeguckt und die haben gesagt, dass ich eins der Bücher aus dem Bücherraum rausziehen muss, was ich am Anfang versucht hatte. Good to fucking know. Dann tun wir doch mal genau das. So sieht's aus. Lightning and monsters and rats, oh my. Ich hab's gewusst, ey. Lightning and monsters and rats, oh my. We will make this! We will make this! Ja, komm her, du Pimmel! Wir haben einen scheiß Checkpoint und das will ich jetzt testen. Ja, komm her! Ja, komm her, Bitch! Ja! Stop right there, criminal scum! Nobody breaks the law on my watch! Nom nom, Motherfucker! Aber wir haben einen Checkpoint. Und das wollte ich jetzt austesten. Fucking hell! Ich werde dieses scheiß Chapter in diesem Part noch durchspielen! Oh, ist das unangenehm, Alter. Nice! Das war Daniels Freund, du Penner! What is all this? Is someone watching everywhere I go? That's so creepy. Ich gehe jetzt einfach mal auf die Webseite. Okay, also. Ich habe euch das Ganze jetzt gerade mal ein bisschen rausgekattet. Ich habe euch nur gerade mal ganz kurz gesagt, ich bin auf die URL gegangen und es gibt wirklich ein paar Files darauf. Also falls ihr ein bisschen nachlesen wollt, ihr seht die URL ja. Ich werde sie aber euch, auch wenn ich dran denke, mal abtippen. Wir kommen da aber raus jetzt, verdammt! I can't. I can't do it on my own.
Okay, ich kann meine Taschenlampe nicht benutzen. Schlüssel haben wir, aber wir haben das hier noch. Okay, so, ich bin gespannt, wo wir den Schlüssel jetzt benutzen können. Come on! Was soll ich denn machen, Alter? Ich war doch schon kackenleise. So, dann... Sag mir bitte nicht, wir müssen dieses scheiß Türenrätsel nochmal machen. What is all this? Okay. Just beat him already. Talk to me, baby. I'm going up on this sweet, sweet baby. I run from the door. So, ihr habt es gerade gesehen, wir haben einen weiteren Schlüssel gefunden. Und ich habe das Gefühl, dass wir das Chapter so kurz vorm Abschließen haben, weil die Sache halt ist, dass es gerade so am Brennen ist und es hat so diese Ultra-Endzeit-Stimmung. Ich habe euch sehr viel von dem Gesuche gerade gecuttet, weil jeder kleinste Sound den Ayuki direkt volle Möhre auf uns gesenkt hat. Und ich will dieses Chapter aber kriegen, deswegen ich cut's euch gerade ein bisschen runter. Hat ein bisschen Überlänge, aber ich will wissen, was danach kommt. Also, wir ziehen das jetzt durch und dann nehmen wir das. Die Keys haben teilweise in den Räumen random Spawn-Locations. Das habe ich gemerkt, als ich das Türrätsel zum zweiten Mal gemacht habe und der Schlüssel in irgendeiner Kackecke gewesen ist. Und der Grund, warum ich euch das gerade sage, während der Your Dead Screen da ist, ist, weil der Ayuki gerade ein richtiges Arschloch ist. Von daher, wir sehen uns im brennenden Raum, wenn ich den Schlüssel wieder habe. Bis gleich.
was that? Yes! Ooh, boy! We did it! We did! Ich mach jetzt nur gerade ganz kurz einen kleinen Blick in Chapter 2. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Wie fand ich Chapter 1? Sehr geil. Ich weiß allerdings nicht, ob ich diese er kann dich hören übers Mikrodynamik über mehrere Parts drin haben möchte. Aus dem Grund, weil es mir sehr das Commentary einschränkt, weil er sehr viel hört. Chapter 2. A glimpse of hope. Einfach mal, um zu wissen, ob es jetzt quasi nur mehr hiervon ist. Wisst ihr, was ich meine? Weil dann können wir, glaube ich, besser einschätzen, ob wir da noch mehr Bock drauf haben oder nicht. Deswegen bin ich auch gerade mal ein bisschen aggressiver im Gucken, wo sich denn unser Iwoki hier gerade auftreibt. Weil so vom Aussehen her sieht es halt auch schon geil aus. Und es ist relativ straightforward. Ich finde es halt sehr schade, dass die Speicherpunkte sehr weit auseinander sind. Wenn du weißt, was du machen musst, dauert es nicht allzu lange, sag ich mal. Aber es ist eine sehr interessante Mikrodynamik. Aber ich weiß nicht, ob das so ultra optimal ist für Sachen aufzunehmen. Weil ihr habt ja vorhin das ganze Gameplay gehabt, wo ich nicht reden konnte, weil er mich dann sofort hört. Und jetzt habt ihr quasi das andere, dass ich einfach mal frei kommentieren kann. Und ich weiß nicht, ob es so nice ist, sich das permanent zu geben ohne Commentary. Da müsst ihr nämlich permanent gucken, was passiert. Und ich weiß, dass einige Dudes von euch und Dudettes das Ganze auch ganz gemütlich nebenbei machen und so eine Stunde, anderthalb aufmerksam zuschauen, wie ich einfach nur in der Ecke sitze und so mache. Ich weiß nicht, ob das so interessant ist auf lange Sicht. Deswegen würde ich das mit euch einfach in den Kommentaren ausmachen. Also es macht sehr viel Spaß, auch die Atmos ist ziemlich geil. Ist kein Spiel, wo ich sagen würde, oh mein Gott, das kann ich nicht beenden. Aber ich weiß auf jeden Fall, warum Lizzie mir das gezeigt hat, weil diese Mikrodynamik sehr interessant war für den ersten Part. Hey Leute, Andi hier und willkommen zum zweiten Video im Video. Wie ihr es vorhin vielleicht schon kurz gehört habt, die Version, die wir gespielt haben, war die Steam-Version, für die ihr Kohle bezahlen müsst. Es gibt allerdings auch diese 1.5er-Version auf itch.io, die ist gratis. Und schauen wir doch mal rein, welche von den beiden Versionen besser ist. Weil Lisa meinte, dass das, was wir die erste, ich glaube halbe Stunde habe ich es geschnitten, gesehen haben, nicht die Version ist, die sie meinte. Deswegen schauen wir mal in diese Version hier rein und gucken mal, welche von beiden besser ist. Aber die Mucke ist schon mal nicht schlecht. Auf jeden Fall, ich glaube, dass die Steam-Version wirklich das Remake davon ist, mit wirklich viel mehr Content auf jeden Fall. Das haben wir gesehen, dass es mehrere Chapter gibt. Okay, es gibt hier verschiedene Symbole, ja. Ich würde sagen, wir hüpfen einfach mal frech rein. Okay, ich kann es auf jeden Fall wieder sehr schön mit Controller spielen, muss ich sagen. Das ist alles durchaus absolut okay. Es läuft ein bisschen unflüssiger als die Steam-Variante. Und ich habe ein paar tote Punkte in meinem Controller, deswegen bewegt sich das Ganze auch so ein bisschen. So. Damit können wir das Ganze ausmachen. Oh Gott! What the fuck? Stimmt, ich darf ja nicht reden. So, wie ging denn jetzt die Steuerung? Ich muss mich ja trotzdem irgendwie hinhocken können. Okay, diesen Gauner müssen wir auf jeden Fall mit Tastatur spielen.
weil aus irgendeinem mir unerfindlichen Grund der Controller sich nicht hincrouchen lässt. Und ich dieses Mal auch keinerlei Optionen habe, es auszustellen. Okay, wir wissen, dass er uns hört, wenn wir reden. Alter. Michael Jackson hat echt abgenommen. Damn it. I think I need a key. Annie, are you okay? Are you okay? Are you okay, Annie? Annie, are you okay? Das Michael Jackson-Meme ist perfekt. Annie, are you okay? Are you okay, Annie? Escape the are you okay, ey. Da kommt der Name. Käse. Boah, gelogen, dieses geile das, das ist einfach so geil, ich höre. Okay, er achtet also wirklich auf jedes Geräusch. Heißt, auch wenn ich die Tür aufmache, etc. Das war bei der Steam-Version nicht der Fall. Und die finde ich irgendwie gruseliger. Ich finde auch den Ayuwoki hier ein bisschen gruseliger, muss ich sagen. Ich glaube, ich muss mir mal anschauen. Deswegen, wir gehen mal gerade ganz kurz ins Menü rein. Ich will mir nur mal kurz die Steuerung reinziehen. Crouch Movement. What to do so, I've completed a few tasks, bla bla bla. He can hear you, literally. Ja, das wissen wir. You can hide in hide spots scattered around the mansion, which are located behind some objects in the furniture or under tables, okay? Okay, das heißt, er sieht auf jeden Fall unsere Taschenlampe. Da sind wir ein bisschen vorbelastet vom Ayuwoki in der Steam-Version, dem die Taschenlampe voll scheißegal ist, sondern der einfach nur denkt, ey, ich gönn mir bei dir. Also von daher, let's go. Wir ziehen das jetzt durch. Also, ich habe das Gefühl, dass diese Demo, ich habe euch beide mal reingelinkt, ein bisschen mimiger ist. Aber ich find's irgendwie auch cooler. That's weird. It looks like this goes on the clock. Okay.
stellt sich natürlich auch die Frage, wie weit er uns hören kann. Ich werde jetzt einfach mal in dieser monotonen Lautstärke mit euch reden. Vielleicht hört er uns ja dann nicht. Mal schauen, was sagt ihr? Aber so kann ich zumindest ein bisschen mit euch reden, wenn er nicht permanent am Rumbaggen wäre. Okay. Ich habe das Gefühl, dass er da unten irgendwo rumgammelt, von daher gehen wir mal hier weiter. Ich find's im Übrigen... Alter, hör mal auf, die ganze Zeit glitschen hier, ey. Ich find's so angenehm, dass ich die scheiß Taschenlampe nicht rewinden muss, ne? Ihr könnt's euch nicht vorstellen. Das ist so richtig angenehm. Okay. Komm ich hier drunter durch vielleicht? Ah, okay, dann weiß ich, wo ich bin. Mr. Iowoki, können Sie hier drunter? Mr. Iowoki, Sir! Falsche Richtung! Du hast geglitscht! Ah! Ich habe das Gefühl, dass wenn ich ganz krasse Quick-Turns mache... Von wo? Welche Seite? Wo bist du? Mr. Iowoki, Sir! Hier bin ich! Mr. Iowoki, gehen Sie ins Licht! Oder bist du so eine richtige Sau und kommst von hinten, du Penner? Alter, mir ist... Ich hab mir fast in die Butze geschissen gerade. Alter, Falter. Dieser Jumpscare hier hat mich richtig fertig gemacht vorhin, Freunde. Komm her, auf welche Seite steckst du? Ihr Arschlecke, ne? Komm her, du Penner! Willst du mich jetzt? Du Drecksau, alter Schwede! Ey! Komm kuscheln, Bruder! Scheiße, siehst du gruselig aus. Jetzt mal ohne Scheiß, sollst du wirklich Michael Jackson sein? Ey! Ey! Michael! Michael! Okay, möchte mich nicht, das kann ich verstehen. Fuck! Fuck you, Michael. ich hab sogar noch nicht mal irgendwas gesagt diesmal. Aber gut, wir wissen Bescheid. Wir können den Zeiger da rechts in die Uhr tun. Das bringt uns aber, glaube ich, nichts, weil wir brauchen vermutlich zwei davon. Einer davon wird hundertprozentig da unten sein. Let's go. Seht ihr unten rechts das Auge? Wir sind hier komplett verborgen. Das heißt, das hier ist ein Hiding-Spot? Scheint so. Sehr schön, da können wir jetzt hier unseren Plan machen. Danke, jetzt muss ich das Video ab 18 machen, du Penner.
komm zurück! Hey, bitch, what's up, bitch? Suck my dick, bitch. Jesus Christus, ich danke dir für diesen geilen Couchtisch. Aber es gibt immerhin Hiding-Spots und das ist das Geile daran einfach. Ich kann jetzt hier die ganze Zeit rumgammeln und er kommt einfach und will uns mal kurz schlecken, aber es funktioniert einfach nicht. Und das ist gut, weil das Spiel braucht sowas. Diese Scheißstufe, Alter. Okay, ein paar Minütchen machen wir mal noch. Du kleine Pissnelke, ne? Hast du gedacht? Hab ich gedacht. Okay, mit Lichtern findet er uns anscheinend trotzdem. Das ist sehr interessant. Aber wir können auf jeden Fall durchlaufen bis zu dem Sofa. Das finde ich sehr gut. Ist gut zu wissen, dass da unten ein Safe Haven ist. Wenn das Spiel nicht gerade abstürzt. Bitte stürzt nicht ab, Alter. Bitte stürzt nicht ab, Alter. Gott sei Dank. I was fucking stuck. Ich konnte nicht weiter. Ich meine, es ist, das ist ja diese eine Treppenstufe, die du nicht hoch kannst. Aber ich habe gesprungen, ich habe die Leertaste gehämmert wie so ein Behinderter. Aber ich kam nicht weiter. Jesus Christ. Mann, jetzt lade endlich die Map. Jesus. Standard-Karte, das Spiel ist abgestürzt. Ups. Hast du mich gerade durch die Tür bekommen? Okay, letzter Versuch. Let's be sneaky about this. Na, ich hab's mir anders überlegt. Sneaky ist nicht so meine Art, Sachen zu spielen. Jetzt, wo wir gerade drin sitzen, ich muss mal gerade ganz kurz eine Sache sagen. Dieses Spiel ist technisch nicht so gut wie das andere. Ich weiß nicht, ob er sich parallel jetzt wieder auf 1080 hochgestellt hat, weil das sieht mir nicht aus wie 27. Und ich habe das Gefühl, dass er hinter mir ist, Alter. Und ich habe das Gefühl, manchmal. Wo bist du denn jetzt? Da bist du, Michael. Das ist echt Michael Jackson, ey. Ich habe manchmal die Problematik, dass er mir das Steuer komplett einmal rumreißt. Sprich, ich laufe in eine Richtung, auf einmal glitscht es so für einen Milliframe und ich habe wirklich keinen schlechten PC. Und er reißt mir die Steuerung komplett einmal rum. Given. As you have been previously informed, we do have the tablet in our possession. Dr. Grayson has studied the tablet, and the mutation circle should be soon completed. Our next step is clear. It's time to awaken our friends. Well, it's not as simple as that. Taking into account the sacrifices that must be made, there's something else. If I'm correct, one of the inscriptions on the tablet says that the Elder asks for, in return of eternal youth, a young, fresh person.
mein Gott, Leute. Okay, das reicht mir jetzt erstmal für für Escape the Ayuwookie. Leute, ich bin super gespannt auf eure Meinung. Von daher schreibt sie bitte jetzt einmal unten rein, bevor ich euch jetzt gerade mal meine Meinung dazu abgebe. Ich werde euch sehr wahrscheinlich beide Versionen sehr arg geschnitten haben. Die zweite ein bisschen weniger, weil es halt teilweise sehr, echt sehr witzig gewesen ist. Und ich kann verstehen, warum diese Version nicht die ist, die man auf Steam für 12 Euro sich holen kann. Ich kann aber nicht verstehen, warum man für die andere 12 Euro zahlen würde. Also, sie haben schon ein bisschen sehr viel drumherum gebastelt in der Steam-Version. Ich finde, sie haben aber ein bisschen aus dem Fokus verloren, was das hier groß gemacht hat, schätze ich mal. Und zwar ist dieses Mimige, aber auch dieses, dass er dich über das Mikro hören kann. Ich finde es ganz cool, dass man das in der Steam-Version ausmachen kann. Ich muss aber sagen, ein bisschen mehr Spaß hatte ich mit dem hier. Der Ayuwookie selber hier ist ein bisschen stressiger, aber er ist mir ein bisschen zu stark, weil ich kaum was machen kann, ohne dass ich speichern muss, ohne dass ich speichern möchte, aber nicht kann, weil er sehr schnell kommt bei jedem Geräusch. Da ist der Ayuwookie in der Steam-Version deutlich besser. Also, ich weiß nicht, das hier ist mehr so ein Spiel zum reinen Spaß haben und raus. Und die Steam-Version ist wirklich so eins mit einer Story, mit verschiedenen Kapiteln, mit Checkpoints. Ich mochte nur nicht, dass die Taschenlampe hier ihn unlockt. Weil mir wurde es, vielleicht bin ich auch ein bisschen gespoilert dadurch, dass ich zuerst die andere Version gespielt habe, aber mir wurde gesagt, der Ayuwookie kann das nicht sehen. Und hier kann er es sehen. Ich finde aber, muss ich sagen, die Hiding Spots sehr geil. Das gibt dem Ganzen so ein bisschen so ein Thief-Schleichmissionsmäßiges Ding, was ich halt sehr cool finde, muss ich sagen. Also das hat mir sehr viel Spaß gemacht. ich weiß nicht, ob ich hier nochmal ein Video zu machen würde. Wir könnten überlegen, ob wir den Story-Mode von der Steam-Version mal spielen. Aber ich weiß halt nicht, ob ihr da so Interesse daran habt. Wenn, dann würde ich glaube ich machen, dass das Mikrofon aus ist. Also dass er das nicht hören kann, weil ich bin jemand, ich schreie nicht, wenn ich Angst habe. Und es basiert halt viel darauf, dass du halt eben einfach nur kurze Reaktionen zeigst. Aber als YouTuber ist es für mich sehr schwierig, zu kommentieren oder zu kommentieren. Und das fehlt mir ein bisschen, bin ich ehrlich. Es hat Spaß gemacht, es war eine geile Abwechslung und ich find's cool, dass es Spiele gibt, die sowas einbauen. Gerade wenn ihr selber so ein bisschen so schreckhaft seid, ist es, glaube ich, genau euer Ding. Und die Version hier ist vor allen Dingen auch noch gratis. Ich habe euch mal beide Versionen reingehauen, aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Es wird sehr viel Schneidarbeit sein. Ich habe insgesamt, glaube ich, 2,5 Stunden Footage, was ich euch jetzt runtercutten werde. Aber es ist eine sehr geile Idee. Lisa, vielen Dank dafür. Es ist auf jeden Fall eine sehr einzigartige Erfahrung gewesen, muss ich sagen. Finde ich sehr cool. Und vielleicht feiert einer von euch auch. Wie gesagt, da noch Links sind drinnen. Ich finde es sehr interessant und ich glaube, ich werde jetzt erstmal die ganzen Michael Jackson Songs nicht mehr aus dem Ohr kriegen. Freunde, haut da rein. Ciao, ciao.